Hallo und herzlich willkommen zum Motulator, der mittlerweile dritten Ausgabe. Ja, und wie wir schon angekündigt haben, wir machen immer mal wieder etwas anderes. Heute hatten wir mal die Gelegenheit, uns mit einem He-Fan und seiner Frau zu unterhalten und werden die beiden heute mal entsprechend auseinandernehmen. Auch keine Unbekannten, wenn man auf die Cons geht. Dort auf jeden Fall auf jedem zweiten oder dritten Video oder Foto immer mal wieder zu sehen. Ja, bei mir ist natürlich der Jan, der sich selber vorstellen kann. Hallo, ich bin der Jan. Ich nenne es auch gerne die Motulator-Lounge. Ja, bei uns in den Kreisen heißt es eigentlich mein Wohnzimmer, aber von daher, ne? Ja, wie gesagt, es ist mal etwas außergewöhnlich, so viele Leute hier zusammen zu haben. Wir haben ja die gleichen Sachen an. Oh, ja. Haben wir ja gesagt. Ich hab gewarnt. Wieder aus der Reihe. Ja, die beiden, wie gesagt, sind schon länger bekannt. Ich fange einfach mal mit unserem guten Ingo an. Ja, stell dich am besten selber mal vorher. Wie alt bist du? Woher kommst du? Wann hat's bei dir mit dem Moto angefangen? Ich heiße Ingo Barkau, bin im Forum und auf den Cons bekannt als Bacardi bzw. Bacardi 79. Bin 38 Jahre jung, komme aus dem schönen Emsland im hohen Norden und angefangen zu sammeln habe ich wieder im Jahre 2003, nachdem wie so viele wahrscheinlich dann einfach mal nach He-Man gegoogelt haben, war ich dann recht schnell wieder Feuer und Flamme, was bis heute dann auch angehalten ist. Ja, also damals mit den 2000 X, ne? Genau, auch kurz. Klassisch über He-Man.de oder sofort Planet Itania? Beides und weitere Plattformen. Ja, und hier haben wir seine Frau. Ja, am besten stellst du dich selber mal vor, wo man dich herkennt, deinen Spitznamen auch auf den Seiten, obwohl du, glaube ich, nicht so aktiv bist auf den, auf den Seiten. Genau. Ja, ich bin Nicola, bin 37, komme ja auch da, wo er wegkommt. Moto habe ich damals angefangen, als die 2000X herauskam. Ich fand einfach schön, wieder was aus der Kindheit zu sehen, was neu aufgelegt wurde. Ja, aber als ich dann seine Sammlung sah, habe ich aufgehört, weil das brachte nichts. Jetzt haben wir ja alles, was wir so benötigen. Und ja, ich bin dann eher so mein kleines Pony, Regina Regenbogen. Ja, halt die Kindheit. Care Bears. Gar nicht so zu gucken. Ja. Care Bear ist natürlich hier in Deutschland als Glücksbärchen bekannt, ne? Ja, ja. Genau. Obwohl so. Ich He-Man 84 das erste Mal halt in Großbritannien, in Wales, kennengelernt habe, genau wie She-Ra, Transformers, ja. Wo du übrigens auch ursprünglich herkommst, ne? Du bist in Wales geboren, glaube ich, nein? Oder wo kommst du ursprünglich her? Ich bin in Paderborn geboren. Ach, guck mal an. Aber du hast dort Wurzeln, richtig? Ja, mein Vater. Ja, ich gelte als gebürtige Britin durch glückliche Umstände. Ja, das ist doch schön. Praktisch. Ja, euch beiden, wie gesagt, kennt man von den Cons her. Wie kennt man dich auf dem Cons? Du hast ja... Thieler 80. Thieler 80, genau. Ist aber auch schon lange her, dass das auf den Foren mit dir... Du bist nicht mehr so aktiv dort, ne? Warum? Er ist ja genug aktiv. Er ist aktiv für uns beide. Ja. Ja, sammlungstechnisch ist der gute Ingo eigentlich auf fast gar nichts beschränkt. Ich meine, du kannst da selber gerne mal von erzählen. Aber bleiben wir erstmal beim Moto. Wo liegt da dein Schwerpunkt? Im Moment dann halt auch bei den Classics, beziehungsweise ich hatte soweit alles jetzt ordern können, auch über die Abos. Die Serie von Super 7, gerade die Filmation-Serie, interessiert mich nicht so brennend. Also seit Super 7 das übernommen hat, bin ich dann wohl mehr zum Cherry-Picker geworden. Ja, ist aber vielen so. Ich meine, du hast ja, glaube ich, gar nicht erst angefangen mit. Ne? Du bist ja auch generell nur so jemand, der ein bisschen was sammelt. Ja, hier und da mal ein bisschen. Nein, aber du bist ja generell gar nicht auf gar nichts beschränkt. Ja, wenn ich jetzt mal aufzähle. Turtles? Richtig. Transformers? Nein. Nicht. Nintendo? Ja, sowieso. Sowieso. Retro-Konsolen, ne? Also, ja, wo jetzt gar nicht eher, die aktuelle Retro. Die neueste Konsole, die ich habe, ist die Wii U im Moment noch. Mhm. Auch nicht mit so vielen Spielen, aber... Aber vor allen Dingen Retro-Games jetzt, ja. Und sowas. Ja, okay. Dann gucken wir mal weiter. Wrestling? Ja.
Auf jeden Fall, aber auch nicht alles, ne? Ich meine, du hast die eine Serie gar nicht erst angefangen, ne? Oder? Die von Mattel? Die von Mattel, da habe ich ein paar Figuren von. Die WWF Hasbro-Serie aus den 80er, 90ern, die interessiert mich da doch mehr. Da fehlen mir jetzt noch wenige seltene Figuren, die ich noch nicht ranbekommen habe. Wie ist es denn hier mit, wie hieß diese eine Serie, die viele Jahre die Lizenz hatte? Weißt du das noch? Diese Firma? Jack Specific. Jack Specific, genau. Ja. Oder einfach nur Jacks. Ja. Ja. Davon gar nicht, doch, oder? Hab ich doch. Auch um die, ich will nicht lügen, 50, 60 Figuren noch original verpackt hängen. Aber da ist das Interesse auch dann verloren gegangen. Hm. Ja, bei dir ist es ja so, du hast auch eine eigene Sammlung. My Little Pony habe ich ja gesehen bei dir. Ne? Was war das noch alles genau? Ich meine, du hast vorhin schon ein bisschen was gesagt, aber wie sieht das sammlungstechnisch bei dir aus? Meistens ist es My Little Pony. Im Moment auch nicht so, eigentlich auch so Cherry Picker. Wenn ich was Schönes sehe, dann will ich es haben. Das kenne ich. Ist in der Natur der Frau. Das stimmt wohl, ja. Ja, ansonsten Regenerierung ist die Hörspiele. Ja, die Filmserie, die normale Serie habe ich auch, aber so viel ist es nicht, nein. Also ich bin nicht so übergeschnappt wie er, weil ich hätte auch keinen Platz mehr. Ich halte mich da zurück. Es soll ja wohl jetzt bald einen Film geben über My Little Pony, ne? Ein Kinofilm, den kommen soll. Schon, den habe ich der auch. Ist schon. Ah, okay. Ja. Hast du auch spielst du auch das Rollenspiel von My Little Pony, das gibt's ja auch. Auf dem Handy, ne? Oder? Nein, Rollspiel, richtig Rollspiel. Nee. Gibt es nämlich auch. Von Ulysses Spiele. Okay. Da muss Rollenspiele mit mir spielen. Gerne doch. Ja, bei euch ist es natürlich so, ihr ergänzt euch ziemlich gut. Und ich sag mal, ich war ja auch schon mal bei den beiden zu Hause und er hat zum Beispiel einen richtig eigenen Raum dafür. Ich weiß nicht, was hortest du in diesem Keller alles? Den Großteil der Sammlung, die Masters-Figuren, die Turtles, Starcom, The Real Ghostbusters. Die ganzen Spiele, die ganzen Konsolen, Taz, alles an Merchandise, was man sich so vorstellen kann. Das ist wie ein Refugium. Ja. Aber es hat ja unten schon nicht mehr so wirklich Platz, ne? Nee, also ich musste das einnehmen. In der Vergangenheit. Vor gar nicht allzu langer Zeit einige Sachen umstellen, damit ich noch mehr reinstopfen kann. Wie viel Quadratmeter habt ihr? Also die ganze Bude sind 180 Quadratmeter. Plus und du hast davon? Plus der Keller. Das sind nochmal 40, also 40 Quadratmeter Keller sind es. Das sind bestimmt mehr. Dann lass es 50 sein. Ich glaube, ich schicke dir jetzt nochmal ein paar Bilder, dass man das vielleicht so ein bisschen... Also wenn wir die Bilder haben, werdet ihr sie jetzt auf jeden Fall sehen. Ja, es ist natürlich unglaublich. Ich sag mal, du hast deine Sammlung eher oben, ne? So bei euch im Wohnzimmer. Unten habe ich ein ganz kleines, ganz im hinterletzten Kellerräumchen. Ein Regal. Ja, durfte ich. Oh, durftest du? Hat er dir erlaubt. Das ist ja. Das ist ja schön. Ja, deswegen liebe ich ihn. Gleich so im Ehevertrag. Meine Sammlung, ich Platz. Ja, was man bei euch beiden natürlich sagen muss, ist, ihr seid besonders auch sehr aktiv an den Cons, ne? Grayskull-Con, die Eternia-Con. Grayskull-Con kennt ihr natürlich mit Sicherheit alle. Die meisten von euch, die das hier sehen, werden wahrscheinlich immer da gewesen sein und haben irgendein Video gesehen. Aber bei euch ist ja noch ein etwas anderer Fall, weil ihr seid ja auch schon mal in der Con-Orga gewesen. Oder zumindest du, ne? Mhm. Ja. Wann hat das bei dir angefangen mit der Con-Orga? Warst du in der Con-Orga? Nein, ich war nicht. Aber immer Helfer. Aber ich bin handlanger Helfer. Ja. Grilldor. Der Grilldor. Ja. Und die Cafeteria-Tante. Genau, Kaffeetante, jawohl. Ich war nur ein Jahr in der Orga. Ja. Ach so, ist zu viel drumherum gewesen? Ja, oder? Mit Arbeit und allem und Kind. Ja, aber du bist ja weiterhin dabei, ne? Also du machst trotzdem weiterhin mit die Orga und alles. Ja, das finde ich eine ganz gute Sache. Ja, dieses Jahr ist wieder Grayskull-Con. Werdet ihr mit dabei sein? Ja. Auf jeden Fall. Aber die kleine Eternia-Con, da seid ihr auf jeden Fall noch mit dabei. Zumindest du machst da noch organisationstechnisch irgendwie ein bisschen auch noch aufgegeben. Sie war letztes Jahr, dieses Jahr gar nicht da. Nee. Ach so, ihr stimmt. Ja gut, wenn man einen Hund hat, Kind hat, ne, dann kann man nicht einfach immer mal so weg. Das kennen wir alle wohl, denke ich mal. Ja, aber wie steht's dieses Jahr? Du mit Sicherheit? Ja, ich auch. Ne? Ja, sehr schön.
Also, das ist doch super. Wie ja. Immer. Die große Con lasse ich nie ausfahren, also. Obwohl, letztes Jahr warst du, glaube ich, nicht da, ne? Oder doch? Die hat mitgesprochen sogar. Mhm. Ach, ja, natürlich, klar. Ich glaube, seit 10 Jahren haben wir keine große ausgelassen. Ja. Also, Nicola, die spricht ja auch öfter mal bei den Hörspielen mit. Ich versuche es. Du sagst irgendwas. Genau. Kannst du ja mal kurz sagen, wen du mal so gesprochen hast? Vielleicht erkennt dich noch irgendwer mal. Sorceress, Tila, Evelyn. Ich glaube, die drei, ja. Ja, also. Und Marlena hast du, glaube ich, auch mal gemacht, ne? Ja. 2012. Ja, aktuell haben wir natürlich sehr viel auf dem Motu-Markt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, du bist mittlerweile Cherrypicker geworden. Was ist mit anderen Sachen? Loyal Subjects, Statuen, Büsten und so weiter. Ist das überhaupt irgendwas, was dich noch irgendwie reizt? Nee, da bin ich doch rein auf die Actionfiguren fixiert. Wäre das denn da so generell irgendwie was, wo du sagen würdest, ja, da würde ich wohl einsteigen, wenn mir einer garantieren würde, dass alle Vintage-Figuren oder alle Vintage-Charaktere als Statuen rauskommen würden? Nein. Ich habe den Platz nicht mehr. Nee, dann geht's aber definitiv mit dem Platz zu kriminell. Das, da müssen wir anbauen. Das, obwohl, ihr habt doch oben noch ein Zimmer frei. Nee, okay. Das ist auch schon voll. Ach du. Nee, also ich habe das jetzt auch jetzt mehr oder weniger dreimal durch, die Vintage-Serie, die 2000X-Serie, die Classic Line. Jetzt nochmal wieder von null. Ich war vielleicht in so einem Größenverhältnis dann vielleicht. Also letztes Jahr auf der großen Con, auf der Deskalkan waren ja im Ausstellungsraum schöne Statuen. Also da werde ich wohl eher schwach. Also für dich wäre ein Motostatuen wirklich. Ja, also die sehen wirklich toll aus und da habe ich ihm auch schon gesagt, so, guck mal, Schatz, die sehen aber schön aus. Doch. Das und dann sagt er nein. Ja, das war eigentlich, ich meine, du bist natürlich Fan durch und durch, ganz klar. Ja. Natürlich etwas seltener ist es bei Frauen. Also bei meiner Frau ist es natürlich zum Beispiel nicht so, dass sie Fan ist. Sie akzeptiert mein Fansein, guckt auch hier und gerne dort mal, was ist das, lässt sich dies und jenes erklären. Aber du bist schon, vielleicht nicht ganz so wie er, aber du bist schon Moto-Fan, kann man sagen. Ja, leid. Motto-Fan light. Ja. Aber das ist, ich meine, das ich komm ist ja auch nicht drum rum. Und irgendwann kommt man da ja selber rein, weil man ja auch eine Sammelleidenschaft hat. Man versteht den Partner, warum er das macht. Und man spricht ja auch viel darüber. Man guckt auch Filmation zusammen und hört sich dumm an, aber man wächst da rein. Ja. Filmation, das ist echt was, was dich so interessiert. Also das war mein erster Cartoon. Ich glaube, das ist natürlich dann auch, wenn man schon von vornherein, von in der Kindheit her, sowas wie My Little Pony oder sowas hatte, ne, dann ist da auch so die Schmerzgrenze zu He-Man jetzt nicht so groß, würde ich sagen. Ich habe das auch als Kind immer geguckt drüben und auch She-Ra, ich wollte immer She-Ra Sachen haben. Meine beste Freundin hatte dann She-Ra und dann bin ich immer rüber, weil ich es nie gekriegt habe. Und dann haben wir mit She-Ra gespielt. Das war toll für uns. Ja, heutzutage gibt es ja She-Ra auch bei den Classics. Ist das so, spricht dich das an? Dass es vor allen Dingen jetzt auch so einheitlich ist mit den Motofiguren? Es sieht gut aus, aber ich müsste es nicht haben. Und wie ist es bei dir? Ich meine, ist find, ja auch immer so ein Thema. Ich finde die gut integriert mit in diese Serie. Die gefallen mir. Aber du sagst mittlerweile ja, glaube ich, auch, es reicht, oder? Also so viele weibliche Charaktere sind ja nicht was irgendjemandem so großartig gefällt. Ich meine, wie ist es bei dir mit weiblichen Charakteren? Alles gut, da habe ich kein Problem mit. Ich eigentlich auch nicht. Also ich finde es eigentlich auch gut. Gehören auf jeden Fall dazu. Also Vintage Line gab es ja so gesehen, nur die Sorceress, Tila und Evelyn. Ja. Es kommt natürlich aufs Design drauf an. Ne? Natürlich hast du da bei She-Ra hast du halt viel Frauen und da ist dann eine bei, da sagst du dir, na ja, gut. Hier ist eine Tossa, ich glaube, das ist so die am wenigsten gut wegkommen, ne, bei den ganzen. Aber sonst sind die, glaube ich, alle ganz gut, dass die gesammelt werden, wenn man sammelt. Und ja, da ist jetzt nicht irgendwie eine, wo man jetzt sagt, ne, das ist jetzt ein Totalausfall oder so. Ja gut, ein Bekannter von... Bis auch vielleicht die eine Tila vom Talentfighter, aber... Ja, wie gesagt, ein Bekannter von mir, den Rico Bass, kennt ihr ja auch, er war ja auch ab und zu mal auf den Cons, er sagt zum Beispiel, es sind ihm viel zu viel weibliche Charaktere darunter. Ja, die waren ja dazu. Will ich nicht ausschließen. Bist du denn bei Stridor jetzt aktuell damit bei, oder? Noch nicht. Ich überlege noch, ob ich
mir es Rider hole oder nicht. Wie ist das bei dir, wenn du so diese ganzen Fahrzeuge siehst? Das ist ja schon ein bisschen was anderes als wie Figuren und nimmt natürlich auch den Platz weg. Wer muss das eigentlich putzen, Boy? Wer muss es putzen, Boy? Er oder? Ich mach es nicht. Wie sieht das bei wie sieht das bei Nintendo aus? Bist du auch so ein Nintendo-Guy wie er? Ich hab's natürlich in der Kindheit, war ich auch ein Zocker. Ja, am liebsten vor meinem NES oder meinem Gameboy immer schön in die Schule geschmuggelt, in der Pause alle zusammengehockt. Ja, aber ich kann es nicht mehr so mit den Augen. Also diese Bit-Qualität. Nee, ich brauche dann schon was höher Auflösendes, weil irgendwann kriege ich auch Kopfschmerzen, das geht einfach nicht mehr. Das stimmt gut, ja. Ja. Wie sehen das eure Familien so? War eine gute Frage. Also deine Familie kannte das vielleicht von dir. Deine Familie kennt das von dir, die kennen sich wahrscheinlich auch so untereinander jetzt vielleicht durch euch. Freundeskreise, die zusammenkommen. Ich habe ja das Glück, ich habe drei Halbbrüder und der älteste von denen, der ist genauso nerdig wie wir. Also man merkt, dass wir Geschwister sind, auch vom Aussehen definitiv, wir können es nicht verheimlichen und er ist genauso bekloppt wie wir. Er sammelt auch gerne und... ist ein totaler Nerd, der macht Tabletop-Spiele und ist immer in Tabletop-Events dabei und normale Boardgames und malt auch fleißig seine kleine Armeen und ja, absoluter Nerd. Wie ist es bei dir so im Umfeld? Einige finden es toll, finden es imposant, was ich da zusammengesammelt habe über all die Jahre. Also einige wenige Leute haben da einfach kein Verständnis für. Das kommt aber eher seltener vor. Ja, die meisten denken noch, boah, okay. Also das war jetzt nicht so, dass jetzt, ihr habt euch ja irgendwie mal kennengelernt damals und Familie kennengelernt, dass da nicht irgendwie einer sagt, so, ach ja, das ist, dein Mann, der ist jetzt aber ein bisschen kindisch mit dem ganzen Zeug oder sowas. Ne? Ach du, das habe ich auch dazwischen. Aber ja, dann sage ich, lieber Kind als... als dass er irgendwie nur zu Hause hockt und in der Garage rumbastelt oder nur weil er nicht rein will oder so. Weil solche Männer gibt's ja dann auch. Ja, ja. Ja, nee, also klar kriege ich da mal Kommentare, aber eigentlich mit einem lachenden Auge. Ja, mit einem Zwinkern dabei. Ich glaube, es gibt immer mal Leute dazwischen, die das nicht so nachvollziehen können. Ich finde, solange sie es akzeptieren. Nee, solange sie es akzeptieren, ist okay. Ja. Meine Frage an euch beide, es ist ja nur kein Geheimnis, ihr habt ja selber gesagt, wie alt ihr seid. Ich bin, glaube ich, der Älteste aus der Runde, 40 dieses Jahr. Bei euch ist es jetzt auch nicht so weit entfernt und wir werden immer älter. Und ich sag mal, mit 30 haben die Leute noch nicht so geguckt wie jetzt, wenn sie sehen, was ich da hinten halt stehen habe. Wie ist das bei euch? Denkt ihr manchmal so darüber nach, so, na gut, ich werde jetzt auch älter, ich gehe auf die 40 zu und doch lieber von den Sachen vielleicht trennen? Oder gerade bei dir ist es ja so, was bei dir ist, ist ja, hast du immer gesagt, bleibt bei dir. Ja. Aber wie ist das bei dir mit dem Älterwerden? Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Also du kannst dir vorstellen, auch noch mit 70 da so ein Pantor stehen zu haben und ja, kein Problem. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt verschwinden würde, dann würde mir auch was fehlen. Ich habe mich da so dran gewöhnt, an unser Beklopptsein. Weil wir haben es überall stehen und jeder sieht es und jeder sagt sofort, oh, was ist das denn? Aber dann hängen sie auch davor, wie kleine Kinder, oh, das hatte ich damals und das kenne ich noch und jenes kenne ich noch. Wie heißt der denn noch? Ja, also nee, also ohne das könnte ich es mir nicht mehr vorstellen. Also ihr lasst die Leute immer gleich durch den Keller rein, damit ihr... Nee, wir haben es im Wohnzimmer. Das sollte eintreten. Ja, so genau. Ja. Die guten Sachen oben im Wohnzimmer. Wie ist denn das bei dir? Ich meine, so weit von uns entfernt bist du ja auch nicht. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon öfter mal in den Foren oder auch auf Facebook und so weiter, dass einer dann plötzlich schreibt, ich verkaufe meine Sachen, weil ich bin jetzt mittlerweile zu alt. Ich kriege ein Kind oder sowas. Das ist ja. Ich habe jetzt nicht so eine große Masse, ne? Ich habe ja überschaubare Sachen noch zu Hause, ne? Das steht bei mir auch alles im Wohnzimmer und das nimmt jetzt nicht so viel Platz weg. Ich habe auch jetzt nicht so viel Platz. Aber verkaufen, also gut, es kann mal sein, dass ich mir mal irgendwo eine Figur mal zulege und sag mir dann, ach nee, komm, brauche ich jetzt nicht unbedingt, kann ich wieder irgendwem weiterverkaufen, der sie sucht oder sowas, da habe ich auch kein Problem mit, ne? Aber ansonsten so, ja, lasse ich das erstmal stehen, ne? Ich wohne ja eh noch alleine, da meine Freundin, die kann da sowieso noch nicht zwischen rumwursteln, ne?
Ja? Also, Single sein. Also, nee, Lösung. Ich bin ja kein Single, ich wohne halt nur alleine. Ja, und du hast ein Single-Haus. Ja, halt, jetzt genau. Bleib doch mal auf meiner Seite. Kameraden. Das auch, ich muss das auch selber putzen, dann, ja. Es gibt ja diese Leute, die mehr so fürs wegen dem Programm kommen. Es gibt auch die Leute, die eher wegen den anderen Leuten kommen, die sie mal wieder treffen würden. Wie ist das bei euch beiden? Andere Leute. Beides, aber ja. Vielleicht ein bisschen mehr die anderen Leute. Mhm. Ich hab's alle lieb. So mit nach 10, 12 Jahren. Was war so euer Highlight bisher? Was jetzt so an Gästen vielleicht so da war? Das war bei mir 2014 in Moers, wo wir Horst Naumann da hatten, den Jürgen Thormann, die ganzen Europasprecher und Heike Dine Körting. Mhm. Das war definitiv mein Highlight. Naja, wir wollen auch mal langsam zum Ende kommen, denn ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon hier quatschen. Auf jeden Fall, euch beiden sieht man mit Sicherheit auf den nächsten Cons wieder, ich hab's ja schon gesagt. Dich dann wahrscheinlich wieder hinterm Grill und du dann wieder in der Cafeteria.